Ja, servus dir, Tabak und Pfeifengenießer hier auf YouTube. Jetzt bin ich schon wieder da, gell? Eigentlich wollte ich mich ja jetzt vor Weihnachten nicht mehr melden, aber da war jetzt was und ja, da wollte ich euch jetzt berichten. Ich war heute in München, habe mich da mit Peter getroffen, mit der Friedenspfeife. Und es war ein ganz spontanes Treffen, war das heute, gell? War überhaupt nicht geplant so. Und trinken tue ich heute ein Räuber-Kneißl-Bier. Das wird von der Brauerei Maisach hergestellt, das ist ja gleich bei mir in der Nähe. Und das ist ein dunkles Bier, Räuber-Kneißl, kennt ihr bestimmt alle, gell, die Geschichten über diesen Räuber im letzten Jahrhundert. Und ja, das ist ein hervorragendes Bier. Ja. Immer wieder dunkel, schmeckt man ganz gut. Ja, wie kam es jetzt zu diesem Treffen heute? Ich war letzte Woche am Donnerstag auf der Baustelle. Da haben wir Fundamente für Winterkärten, für den Wintergarten betoniert. Ja. Und ich musste mal vorlaufen zum Auto, weil ich was holen musste. Da vorne an der Straße ankommen, denke ich mir, Mensch, was riecht denn da so gut, was riecht denn da so gut, gell? Ich bin gleich gespannt, dass das ein Pfeifentabak sein muss, aber momentan kann ich sehen, und da vor mir huscht einer von meinem Auto vorbei, gell? So ein älterer Herr, spaziert da ganz gemütlich, Pfeifchen im Mund, und ich gleich, hey Chef! Den hat es gleich gerissen, gell? Ich wollte immer mal nicht erschrecken, aber mit der Maschine ist gelaufen, ich habe ein bisschen lauter reden müssen. Und bin dann zu dem Herrn hin, sage ich, ich bin auch Pfeifenraucher, was rauchen Sie da für einen guten Tabak? Da sagt er, ja, der ist vom Tabakwaren Feicht in München, der Neuhauser Straße. Ja, ich kenne das Geschäft schon. Und es ist die Hausmischung Nummer 6. Ja. Und dann dachte ich, den Tabak muss ich mal holen gehen, 100%ig, der muss zu mir, der Tabak. Und jetzt habe ich aber Freitag den ganzen Tag arbeiten müssen, Samstag den ganzen Tag arbeiten müssen, Montag auch und Dienstag auch. Aber am Montagabend habe ich mit dem Peter telefoniert, ja, Peter Friedenspfeife, und habe ihm das da geschildert, was mir da passiert ist mit dem Tabak. Ich sagte, ja, dieser Tabak Feicht, der ist ja 5 Minuten von seinem Büro weg. Gell? Und er geht dann über am Dienstag und besorgt mir den Tabak. Ja, hat er dann auch gemacht. Bloß habe ich jetzt heute doch nichts zu tun gehabt. Muss morgen einen halben Tag und dann ist endgültig Ruhe bis Weihnachten. Und dann haben wir gedacht, Mensch, da fahre ich auch einmal wieder nach München rein und mit meiner Kamera mit schaue auf den Christkindlmarkt. Gell. Und das mache ich dann gleich Vormittag, haben wir gedacht, gell, da geht es nicht so zu, wo da auch schon genug Leute waren. Und ja, ich war dann um 10 Uhr schon in München. Am Stachus, gell? Und bin dann durch den Christkindlmarkt durch, habe mir einen Glühwein genehmigt, war dann noch beim Huber, haben einen Honeydew gekauft, gell? Und ja, Ben und ich, wir haben ausgemacht, wir treffen uns dann um 12 Uhr und das haben wir dann auch gemacht und waren wir dann noch gemütlich Sauerbraten essen. Gell, er hat immer eine Stunde Mittagzeit gehabt, musste dann wieder ins Büro. Aber es war ganz nett. Da habe ich eigentlich hinten noch ein paar so Filmschnipsel mit hinten dran, auch von dem Tabaksbild, die zeige ich euch jetzt gleich. Und ja, war ganz spontan, dass ich da heute nach München gekommen bin und war ganz nett. Gell. Peter, vielen Dank, dass du auch Zeit gehabt hast. Ja, und um diesen Tabak geht es hier. Gell. Hausmischung Nummer 6 vom Tabakwaren Feicht in der Neuhauser Straße. Ich werde euch drunten nur die Adresse dazu schreiben. Internetauftritt haben die nicht, aber man kann bei denen anrufen und Tabak bestellen. Also das ist kein Problem. Ja. Und da kosten 100 Gramm 16,60, kann man nichts sagen. Ich zeige euch halt nochmal das Tabaksbild, das werde ich aber hinten auch nochmal dranhängen. Pass mal auf.
schaut dir aus, ist ein bisschen schlecht zu merken. Ja, toll, schlecht zu erkennen mit dem Licht. Ja, kann ich wieder aufnehmen dann. Aber ich hänge hinten da noch was dran, da seht ihr das. Das ist ein Virginian Tabak, da ist Black Cavendish drin, Burley, und dann ist der ein bisschen mit Karamell geflauert und ich denke mal ein bisschen mit Vanille auch noch. Aber jetzt nicht so, dass er der schlägt, ja, weil er der Aromatisierung. Also ich finde ihn ganz toll, er ist mild zum Rauchen, hat einen Raumduft, gell. Wahnsinn, sogar auf der Straße ist der rübergekommen, gell, wo es ja auch Ostwind gehabt haben, aber diese Ladung von dem Tabak habe ich scheinbar richtig in meine Nase reingekriegt und war gleich begeistert, gell, von dem Geruch. Und ich habe mir jetzt da heute schon die dritte Füllung rausgenommen aus der Dosen. Und bin also wirklich hellauf begeistert. Gell. Gerade jetzt, so, wenn es so kalt ist, irgendwie, ich mag tagsüber die Aromaten recht gern, wenn sie nicht zu kräftig sind. Aber der ist wirklich toll. Halt auch durch, gell, fast bis zum Schluss. Am letzten Drittel dann lässt er schon ein bisschen nach. Aber ein hervorragender Rauchtabak. Gell. Ja. Ich wollte euch einfach nochmal sagen, dieser Tabak, wenn ich dann mir was einbilde, dann muss der hergehen. Also, und habe es auch nicht bereut, dass ich ihn gekauft habe. Und wie gesagt, wenn man den telefonisch abstellen kann, dann werden wir den natürlich, wenn die Dose leer ist, wieder was holen. Okay, weil das ist ja wirklich tagsüber ein hervorragendes Kraut. Ganz mild. Wie gesagt, da glaube ich, wird sich keiner Entschuldigung, über den Tabakrauch oder Tabakgeruch beschweren, weil der wirklich 1A ist, der Raumduft. Gell? Ja, lassen wir jetzt da mal rein bei Kreisen losschmecken. Und jetzt ist das auch wirklich endgültig, das letzte Video vor Weihnachten. Ich habe euch ja alle schon frohe Weihnachten gewünscht, zwar ist nochmal, also nochmal frohe Weihnachten. Und lasst es euch gut gehen. Und bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern. Servus. Grüßt euch. Ein spontanes Treffen in München mit Peter Friedenspfeife. Hey Peter. Ja, das war ganz kurzfristig haben wir das organisiert gehabt. Warum? Das erzähle ich euch zu Hause. Das wird jetzt lange dauern. Jetzt nochmal schöne Weihnachten. Peter, du fährst nach Italien, glaube ich, gell? Genau. Ja. Lasst es euch gut gehen und wir lassen uns jetzt auch gut gehen.